Hallo, heute erzähle ich euch, welche krassen Vorsätze ich mir für 2022 gemacht habe. Der Januar ist ja natürlich der Monat, in dem man sich Vorsätze macht, in dem man Pläne für das gesamte Jahr schmiedet, in dem man sich ja, motiviert und stark in das neue Jahr starten will. Und ich habe ja im letzten Video, wo es um die Jahresstatistik ging, schon gesagt, ja, ich werte natürlich auch aus, wie sich meine Lesegewohnheiten verändert haben und was ich vielleicht aktiv angehen will, in welche Richtung sich meine Lesegewohnheiten verändern werden. Dazu werde ich dann aber im Vorsätze-Video mehr sagen. Und jetzt sind wir hier und ich will euch erzählen, welche Vorsätze in diversen Bereichen ich mir gemacht habe und die Moral von der Geschichte, beziehungsweise unterm Strich steht, ich habe keine Vorsätze. Ich habe in bestimmten Bereichen so eine grobe Vorstellung, wie das Jahr laufen soll, aber ich würde das nicht als Vorsätze bezeichnen und ich würde auch nicht sagen, dass sich großartig viel verändern wird, sondern eher, es gibt Bereiche, in denen mein Vorsatz ist, einfach so weiterzumachen wie bisher. Mich interessiert aber, welche Vorsätze ihr gemacht habt und ich habe auch noch eine Frage an euch. Vielleicht erzähle ich euch jetzt erstmal so ein bisschen und das wird auf jeden Fall ein Laber-Video, weil ich mir überhaupt keine Notizen gemacht habe. Klar, weil ich keine Vorsätze habe. Was soll ich da groß mir Notizen machen? Vorsatz 1, Vorsatz 2, Vorsatz 3. Nein, wir labern heute einfach nur. Trotzdem will ich natürlich wissen, ob ihr euch Vorsätze gemacht habt, ob ihr eure Anzahl gelesener Bücher steigern wollt, ob ihr in bestimmten Genres euch mal ein bisschen vorwagen wollt, ob ihr Reihen habt, die ihr euch vorgenommen habt und so weiter. Es gibt ja verschiedenste Bereiche, in denen man sich lesetechnisch was vornehmen kann. Vielleicht, wenn ihr sogar Videos macht, gibt es was auf euren Kanälen, was ihr verändern wollt. Ja. Bei mir ist es nicht so. Es gibt einen Punkt, den ich im Statistikvideo schon angedeutet hatte, den ich ein bisschen steigern will. Das ist vielleicht wirklich der einzige aktive Vorsatz, bei dem ich was verändern will. Das ist die Diversität der gelesenen Bücher von mir. Und zwar nicht nur, was die AutorInnen betrifft, sondern auch, was die dargestellten Figuren angeht. Ich hatte von 2020 auf 2021 dann ein bisschen einen Rückgang. Ich bin jetzt ungefähr bei 20% der Bücher, die ich lese, dass die AutorInnen zu bestimmten Randgruppen gehören. Entweder was ihre Hautfarbe angeht, was ihre Sexualität angeht, was ihre körperlichen oder mentalen Einschränkungen angeht und so weiter. Und das schlägt sich ja auch in meiner Wunschliste nieder. Also ich pflege meine Wunschliste in die Richtung, dass ich da Geschichten draufsetze, die mich grundsätzlich erstmal fesseln und interessieren und zu denen ich als nächstes greifen will. Das ist ja das wichtigste Werkzeug für mich, wie ich mein nächstes Buch auswähle, die Wunschliste auf Goodreads. Und je höher der Anteil auf der Wunschliste ist von Menschen, die nicht so sind wie ich oder in bestimmten anderen Aspekten nicht dem Standard, der Norm entsprechen, desto höher steigt natürlich auch die Zahl der gelesenen Bücher aus diesem Bereich. Und das will ich auf jeden Fall ein bisschen aktiver in den Blick fassen, dass ich nicht noch weiter zurückgehe, sondern eher wieder zu einer alten Form auflaufe. Das ist jetzt wirklich der einzige Vorsatz, den ich gemacht habe. Aber jetzt wollte ich euch ein bisschen erzählen, in welchen Bereichen ich einfach so weitermachen will wie bisher, sowohl lesetechnisch als auch was diesen Kanal angeht. Was das Format angeht, werde ich so bleiben, wie ich bisher oder vor allen Dingen im vergangenen Jahr gelesen habe. Der Anteil digital gelesener Inhalte wird mindestens konstant bleiben, wenn nicht sogar steigen. Also E-Books und Hörbücher. Der physische Anteil wird mindestens konstant bleiben oder eben sinken. Das wird ziemlich konstant so bleiben und da mache ich einfach so weiter wie bisher, weil mir das gut tut. In der Genreverteilung habe ich mir nichts zum Vorsatz gemacht, dass ich da irgendwas ändern will. Also der Spannungsanteil ist ja ein bisschen gesunken. Das liegt einfach an meinem Kampf mit dem Genre im Moment. Entweder ich finde heraus, was mein Problem mit Thrillern und Krimis ist und kann dann entsprechend nachjustieren, zu welchen Büchern ich greife und lese dann doch wieder mehr Spannung. Oder ich lasse es. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch aus der Phase, dass ich Spannung liebe, raus.
Kann sein. Und deswegen wird sich da nicht groß was verändern. Wenn sich bei den anderen Genres was verändert, ob ich nun weniger Liebesromane lese oder mehr, weniger Fantasy oder mehr, weniger Science Fiction oder mehr, ist mir völlig egal. Ich fühle mich mit der Verteilung, die ich zuletzt hatte, sehr wohl. Ich habe das Gefühl, ich lese sehr breit gefächert aus wirklich allen Genres was. Und das darf weiterhin so bleiben. Und wenn ich merke, oh, es zieht mich jetzt doch wieder mehr zu Romance, also noch mehr als in den letzten 2 Jahren, dann ist das auch okay. Oder wenn ich merke, es zieht mich jetzt mehr zu Sachbüchern, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dann ist auch das in Ordnung. Aber so wie die Verteilung in den letzten beiden Jahren war, bin ich völlig zufrieden. Vor allem eben, weil es so breit ist. Und das darf gerne weiterhin so bleiben. Ich könnte den Anteil verändern, deutschsprachiger oder englischsprachiger AutorInnen. Mache ich aber nicht. Das ist irgendwie ein Teilaspekt vielleicht der Diversität, dass ich mir vornehmen könnte, auch AutorInnen aus mehr oder verstärkt aus anderen Ländern als dem englischsprachigen oder dem deutschsprachigen Raum zu lesen. Aber ich glaube, das wäre nicht das richtige Rädchen, sondern ich gucke lieber, welche Geschichten mich interessieren und dass da möglichst eine breite Diversität in den Figuren, in den AutorInnen stattfindet. Aber die Originalsprache ist jetzt vielleicht nicht das aussagekräftigste Charakteristikum. Wo ich weitermachen will wie bisher, ist bei den Rezensionsexemplaren. Ich nehme sehr gerne digitale an, also E-Books und Hörbücher, aber will den Anteil physischer sehr, sehr niedrig halten. Tja, und die ganzen anderen statistischen Größen, die ich in der Jahresstatistik mit euch geteilt habe, dürfen gerne gleich bleiben. Was die Alterszielgruppen angeht, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Die Verteilung des Geschlechts der AutorInnen, der Leserundenanteil, mit dem bin ich ganz zufrieden. Ich könnte mir fast vorstellen, dass der noch ein bisschen sinkt. Aber das sehen wir dann. Die Aufteilung Neuerscheinung Backlist ist mir völlig egal, die kann so bleiben. Fand ich nett, immer wieder auf dem Schirm zu haben, was erscheint neu und das dann auch zu lesen. Aber eben auch zu älteren Büchern zu greifen. Also ihr merkt, gerade was mein Leseverhalten angeht, darf das einfach gerne alles so bleiben, wie es war. Da fühle ich mich sehr wohl im Moment mit. Ach so, womit wir vielleicht hätten einsteigen können. Toll. Vielleicht der anderthalbste Vorsatz, den ich habe. Also der eine Vorsatz ist, den Diversitätsanteil zu steigern und dann habe ich noch einen halben. Das ist die Anzahl der Bücher, die ich mir vornehme. Ja gut, das ist schon ein Vorsatz. Aber auch da ist die Anzahl exakt wie im Vorjahr. Ich habe im letzten Jahr 180 als Ziel gehabt. Das setze ich diesmal auch fest. Wenn ich aber im Laufe des Jahres merke, ich lese viel mehr, dann setze ich die Jahreschallenge halt hoch. Auf Goodreads habe ich ja die Jahreschallenge. Oder wenn ich deutlich langsamer lese, dann setze ich es halt runter. Ich bin da im Moment echt ziemlich indifferent und auch tiefenentspannt. Was nehmt ihr euch denn für eine Anzahl an Büchern vor, die ihr in 2022 lesen wollt? So, und jetzt kommen wir zu den Vorsätzen, die diesen Kanal betreffen. Und auch da geht es weiter wie bisher. Ich habe großen Spaß an den Standardformaten, also Lesemonat oder das Wunschlistenvoting darf gerne bleiben. Ich habe diverse Themen im Hinterkopf für weitere Bookdialoge. Das ist jetzt schon Teil der Frage, die ich an euch habe. Wenn ich schon keine Vorsätze habe, was sind denn eure Erwartungen an meine Videos? Habt ihr bestimmte Videoideen, die ich umsetzen soll? Habt ihr bestimmte Book-Dialog-Themen, wo wir uns irgendwie um ein buchiges Thema mal unterhalten? Habt ihr bestimmte Formate, die ich umsetzen soll, die ihr euch wünscht? Rache des Sub kann ich zum Beispiel nicht machen. Ich habe allerdings eine Idee einer abgewandelten Alternative von die Rache des Sub. Aber das wird dann vielleicht frühestens im Sommer was. Und dann erzähle ich euch halt dann davon. Aber wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne auf meinem Kanal sehen wollt, an Themen, an Formaten, an Buchempfehlungen, wie auch immer, dann ist jetzt hier der richtige Zeitpunkt, mir das mitzuteilen. So, also ihr habt absolut Mitgestaltungsmöglichkeiten. Was allerdings einfach weiter so bleiben wird, ist das, was ich schon gesagt habe, die Standardformate.
Ich habe dann zum Beispiel im vergangenen Jahr schon einen Taste-Test gemacht. Das ist ein Format, was ich gerne auch weiterführen will. Also das ist sozusagen auch kein neuer Vorsatz, sondern einfach was, was ich weiterhin machen will. Also gebündelt mal die Empfehlungen einer anderen Booktuberin, eines anderen Booktubers zu lesen und euch in einem Vlog davon zu erzählen. Also so eine Art Verkostung zu machen. Im vergangenen Jahr waren es jetzt heiße Romance-Empfehlungen von Caro vom Kanal Marie Salon de Livre. Als Standardformat stelle ich mir eher vor, dass ich die absoluten Favoriten einer anderen BooktuberIn lese. Und da stecke ich ehrlich gesagt auch schon mitten in der nächsten Variante. Und da werde ich euch dann natürlich im Laufe des Januars mehr zu erzählen. Wenn ihr einen Booktuber oder eine Booktuberin im Kopf habt, deren Favoriten ich mal lesen soll für einen Taste-Test, dann ist auch hier jetzt die Möglichkeit, mir das in den Kommentaren vorzuschlagen. Ja, und im Grunde war es das. Was meinen Kanal angeht, will ich in dem allergrößten Bereich so weitermachen wie bisher. Was die Formate angeht, was die Bücher angeht, über die ich spreche, klar, das sind die, die ich lese. Also alles beim Alten. Ich will auch bei den 2 Videos pro Woche bleiben. Im Dezember waren es ja ein paar mehr, aber Dienstag und Samstag als Upload-Tage will ich eigentlich so beibehalten. Also, nach der großen Ankündigung am Anfang, was für krasse Vorsätze ich mir gemacht habe, hat sich das Ganze neutralisiert. Im Grunde habe ich 1,5 Vorsätze und mehr nicht. Das tut aber gut. Es gibt andere Lebensbereiche, in denen ich mir Vorsätze gemacht habe. Ich finde es aber wichtig, dass man, wenn man Vorsätze macht, die realistisch angeht. Es ist ja sonst nur frustrierend, wenn, keine Ahnung, im März schon alles über Bord geworfen wird. Aber so ein paar Ziele pro Jahr finde ich schon irgendwie wichtig und das spornt mich auf jeden Fall an. Aber im Buchbereich habe ich das halt nicht. Weder im Lesen noch im Booktube machen. Finde ich aber auch in Ordnung. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr für Vorsätze euch gefasst habt, wie viele Bücher ihr lesen wollt in diesem Jahr, ob ihr irgendwelche Vorschläge oder Wünsche habt für meinen Kanal. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos. Macht es gut. Tschüss.